will deine Pipi in meinem Mund. Oh Gott, was ist... Jetzt geht's rund. Erst die Oma, dann der Hund. Wir switchen rüber und let's rock. Du, ja genau du. Was ist eigentlich dein Scheißproblem? Du blöde Schnepfe. War das überhaupt von Anfang? Mario, ich habe deine Prinzessin. Halt's Maul, du Eidechse. Du, ja... Das ist doch keine Eidechse. Bowser ist doch eine Kröteschild, oder? Genau du! Was ist eigentlich dein Scheißproblem? Du blöde Schnepfe! Wow, du bist blöd. Sag mal, wie blöd bist du eigentlich? Hast du es nicht langsam satt, gefangen genommen zu werden? Du! Ey, das frage ich mich aber auch bei jedem Mario-Spiel. Wie wir jedes Mal tut Bowser sie gefangen nehmen. Jedes Mal tust du sie wieder retten. Jedes Mal wirklich immer dasselbe. Aber es ist scheißegal. Die Mario-Spiele machen trotzdem übelst Fun. Blöde Schlampe! Das war aber ein wenig. Glaubst du, ich hab kein Leben? Hab ich nicht schon genug mit Scheiße zu tun? Ich als verdammter Klempner? Soll ich kurz rauchen? Ich habe so viele verfickte Schildkröten getötet. Mann, wenn ich nur noch einen sehe. Gott, beschissene Viecher! Die tun doch bloß ihren Job. Warte nur, bis ich zu dir komme, du fettes Rindvieh. Du fettes Rindvieh, Alter. Bozo wird richtig fett gemacht, Alter. Fett? Das ist das letzte Mal! Das letzte scheiß verdammte Mal, dass ich deinen scheiß Arsch rette! Wir gehen jetzt heim und rate mal, was du lutschst! Meine Eier! Wollte Cartman das nicht auch von Kyle? Und, wann kämpfen? Wenn du unbedingt mit jemandem kämpfen willst, dann geh zu meinem scheiß behinderten Bruder! Ich bin den ganzen Rotz hier leid! Der arme Bowser. Er tut mir schon ein bisschen leid. Wobei, Bowser tut man eigentlich ganz schön lieb gewinnen, wenn man das Spiel Mario and Luigi Bowser Inside, hieß das, glaube spielt. Weil das ist auch richtig nice. Muss man mit Bowser spielen? Ist schon cool. Dann tut man Bowser eigentlich richtig lieb gewinnen. Okay, da oben kommen ein paar Klötze hin. Mhm. Und hier bauen wir eine Grube hin. Da fällt er dann direkt rein. Und so läuft das also ab, das Level-Design. Aha, da bauen wir eine Grube hin, da fällt er direkt rein. Ich denke, dass wir hier eine Fragezeichenbox mit 5 Münzen drin hinmachen sollten. Klar soweit? Oh, hey, wir sollten eine Röhre direkt hier hinbauen. Das würde... Wow, 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 wow. Hör zu, ich bin hier der Level-Designer. Klar soweit? Oh, ja, Sir. Sorry, Sir. Hey, du! Oh, oh. Wer, ich? Glaubst du, du bist clever? Hältst du dich etwa für lustig? Na klar, der baut ein Loch, wo du reinfallen kannst. Gedankter Chor, du Arschkeks! Jesus Maria. Du Arschkeks! Super, du Arschkeks! Josef, warum so aggro? Also wegen der Röhren? Die Röhren, die Gruben, die gottverdammten Bodenranken! Ja, aber die Ranken helfen dir doch an sehr hohe Orte zu kommen. Es sollte erst gar keine gottverschissenen hohen Orte geben! Er hat ja eigentlich recht, ne? Die bauen Orte ganz weit oben hin, nur damit du damit eine Ranke hochkommst. Wir können die Orte auch unten hinbauen. Hey, ich baue dir aber auch eine Menge Sachen, die dir helfen. Zum Beispiel die Pilze oder die Feuerblumen. Oh ja, danke! Ja, das ist eine echte Bereicherung, bei der ich meinen beschissenen Schädel an so einen verkackten Stein knallen muss! Der muss eigentlich schon ein Hirnschädeltrauma haben, nee. Doch, ja. Aber ist es nicht eigentlich so, wurde es nicht irgendwie mal geklärt, dass Mario nicht mit dem Kopf davor hobt, sondern mit der Faust? Weil beim Hochspringen macht er immer die Faust hoch. Und die ist genau hier so ein Stück über dem Kopf, glaube. Und da haut er damit dagegen. Ich glaube, so war das. Das wurde irgendwo mal gesagt. Nur um an einen der verfickten Pilze zu kommen, der nach Hundepisse schmeckt und mich nicht... Ich will es... Ja gut, ich wollte gerade sagen, ich will nicht wissen, woher er weiß, wie der schmeckt. Aber er muss sie ja fressen, um groß zu werden. Nicht mal Heimacht! Ja, aber wo sollen die denn sonst hin? Lass sie halt auf dem Scheißboden! Ist das so schwer? Ja, du schwanzlutschende Fickbratze! Alter, was ist hier Phase, Mann? Der geht ja jetzt schon ab auf seine jungen Jahre hier. Da knüppelt den richtig weg. Okay, aber was ist mit den Münzen? Ich meine, ich lasse hier einen Haufen Knete rumliegen, nur für dich. Mhm. Statt mir diese beschissenen Münzen hinzuwerfen, könntest du auch einfach einen verkackten Walmart bauen. Alter, was willst du denn von mir? Hör auf!
Ich weiß nicht, was sich daran aufgeilt, mein Leben zu einer beschissenen Hölle zu machen. Aber wenn ich nur noch über eine Grube springen muss, eine Röhre herunterrutschen muss oder eine einzige gottverdammte Ranke hochklettern muss, werde ich dir persönlich den Kopf abhacken und dir meine Scheißladung in den Hals feuern. Das wird aber ein leckerer Halsinhalt, Alter. Kapisch? Ja, Mann. Gut. Danke, ihr Lutscher, dass ihr meine verkackten Spiele spielt. Ja, die machen auch Fun. Ich glaube, mit dem Mario wird die noch mehr Fun machen, Alter. Du abgefuckte, gottverdammte Hure! Von wegen, gottbeschissene Periode! Du willst bloß nicht ficken! Und da... Du willst bloß nicht ficken? Das ist mir scheißegal! Denn wenn du auf deinen Knien liegst, werde ich ihn dir in deine Fresse rammen und meine Scheiße in dir entladen! Der hat ganz schön krasse Vorlieben hier, Alter! Ah! Welches Arschloch! Oh, hallo, Officer. Oh, hey, Mario, alles fit? Hey, Mario, alles klar. Hör zu, wir haben Beschwerden von einem anonymen Anrufer bekommen und sind nur vorbeigekommen, um zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Oh ja, wir gucken uns gerade die Sopranos und haben die Lautstärke aufgedreht. Sorry. Oh, eine gute Serie, Mario. Gute Serie, Mario. Ja, die Sopranos sind cool. Alles klar, scheint alles in Ordnung zu sein. Sehen uns dann später, Mario. Vielen Dank, dass ihr nach dem Rechten gesehen habt, der Jungs. Dieser elende Hurensohn! Besten Polizisten ever, Alter. Komm raus, du blauer Bastard! Willst du einen aufs Maul? Warum rufst du die verfickten Sonic? Das war bitter nötig! Wundert mich, dass sie dich nicht eingebuchtet haben! Sonic ist ja genau so drauf wie der, Alter. Die brauchen unbedingt mehr Pilze, vielleicht sind sie dann normal. Sonic, vielleicht Ringe? Ich bin eine Nummer zu groß für dich! Einfach eine Nummer zu groß! Die einzige zu große Nummer, die ich sehe, ist Piazza's Arsch! Rede nicht über meine verkackte Schlampe! Sie hat ein Durchfallproblem! Das bumst! Das wollte ich jetzt aber auch wissen. Mich ein Scheiß! Ich komm trotzdem rüber und fick ihr ins Gesicht! Komm doch rüber! Ich fick ihr ins Gesicht! Alter, wer kommt auf diese Idee? Immer. Sicher, dass du das willst, oh, Mann! Gott. Sicher, dass du bereit bist für blaue Wichse über den Titten deiner Braut! Kacke, blaue Wichse? Wo krieg ich die? Ich will so... Ich das bin! Willst du dir das echt geben, Mann? Willst du endlich mal sehen, wie sich deine Braut beim... Orgasmus anhört? Das höre ich jedes verfickte Mal von ihr! Beweis es, wenn du dich traust! Komm doch her! Ich fick dich! Fick dich doch selbst! Was? Es ging's jetzt und dann die... Hä? Was? Die sind ganz schön verkehrt drauf hier. Alter, was ist jetzt los? Achso, ist jetzt weiter. Gott, oh Gott, oh Gott. Schlimm. Weibstück, bin da! Heiliges Weibstück, ich bin da? Ja, so kommt bestimmt jedermann nach Hause. Scheiße, so ein verwichster Tag! Hä? Mario, ich habe deine Prinzessin entführt. Jetzt dreht Mario bestimmt durch. Jetzt ist aus. Beschissenes Echsenvieh! Dem dreht ich... Beschissenes Echsenvieh! Die Eier bunt! Yoshi, wir müssen... Oh, du elender Tittennuckler! Was ist das denn, Alter? Sieh dich nur an, du gottloses Miststück! Warum musst du auch jeden Scheiß fressen, der auf der Straße rumfliegt? Jetzt! Ja gut, recht hat die eigentlich. Yoshi frisst wirklich alles, was es sieht. Zwingst du mich, diese elende Bitch alleine zu retten? Mario, du musst uns helfen! Ich weiß! Hat die gottverdammte Prinzessin entführt! Und ihr seid zu Gehirn amputiert, um sie zu retten! Wow. Ja, stimmt eigentlich. Das sind so viele und Mario muss in Alleingang alle Bowsers platt machen. Ist ja nur ein Bowser, aber Bowser Jr. zählt auch. Du musst nicht gleich so ausfällig werden. Lutsch meinen Schwanz! Einfach ihr Fressen! Das ist gut. Alter, der ist schon wie eine Schwangere vom Platzen. Er frisst sie noch eins. Warum nicht? Du fetter Scheißesel! Du fetter Scheißesel! Scheiße, dann Nadeln verschluckt. Du kriegst einen so großen Herzinfarkt, dass er deine ganze Scheißfamilie ausrottet! Was, der kriegt einen Herzinfarkt, dass alle ausgerottet werden? Das wird aber eine interessante Technik, Alter. Jetzt scheißt er auch noch auf meinen Rasen! Jetzt
einfach auf meinen Rasen. Ich scheiß mich ein, Alter. Ja, mach's ja, Mensch. Das so noch in der Rückenlage, Alter. Das kann nicht jeder so zu scheißen, ey. Ich probier das mal aus. Leck mich! Du wirst das wegmachen! Und zwar mit deiner Zunge! Der frisst ja eh alles. Weißt du was? Lass es einfach liegen. Wenn ich diese Hure nach Hause bringe, weiß sie ja, wohin sie sich verkriechen kann! Hey, Mario! Bowser hat die Prinzessin wieder! Ich weiß, du in den Na jetzt. Okay, der Geist ist cool. Als ob man den jetzt nicht mehr sieht. Ey, verpiss dich, alles klar? Jetzt sind schon zwei. Alle Böses. Ich meine Böses für die Geister. Gott verdammt, dass wir diesen Level in Ruhe alleine fertig machen. Verfickte Arschclown. Oh ja, Mann. Lauf unter mich, damit ich dir meine Schwänze reinstecken kann. Aber bis heute auch immer. Jetzt weiß ich's besser. Ich werde jetzt immer in Erinnerung haben, wenn so ein Vieh runterkommt, das sind Schwänze. Nein, Mann, das sind Schwänze. Das sind Schwänze. Oh Gott, lebe mein Arsch, Alter. Hey! Lasst ihr euch mal laufen, ihr kleinen weißen Schwuchteln! Oh ja! Es fühlt sich an wie Naschi-Zeit. Schieb ab, du kranker Ficker! Oh. Sie tut das nicht weh, wenn man dauernd auf seinen Schwanz landet. Oh, ich bin ein kleiner, dreckiger Wienerhund. Oh, Mann! Ich bin ein kleiner, dreckiger Wienerhund! Oh Gott, ich scheiß mich an. Ich hasse diese Schlosslevel-Scheiße! Alles hier ist beschissen! Ich hab euch gesagt, Warum lernt sie auch schnell? Ihr Scheißer seid verfickt nutzlos! Alles, was ihr macht, ist mich zu verfolgen! Und wenn ich mich umdrehe, versteckt ihr euch wie ein Haufen feiger Fotzen! Was heißt, die verstecken sich? Die halten bloß ihre Hände? Flügel? Flossen? Flossen an die Augen und das war's! Ihr seid eine nervende, dumme Substanz! Und alle anderen sind Schwänze! Ihr solltet der Welt einen Gefallen tun und euch selbst umbringen! Schon wieder! Das sind so dumme Geister. Wow, stopp! Ey, es tut mir leid! Alles klar, es tut mir leid! Der macht. Jetzt kommt der mit seinen Schwänzen schon wieder. Mario, entschuldigt sich. Wie kann man so einen Abgang kriegen, nur weil man auf seinen Schwanz landet? Ich probiere das nachher mal aus. Verpiss dich, du dreckiges, perverses Stück! Ich will deine Pipi in meinem Mund. Das hier, das hier wird ja bald auf YouPorn. Verfickt ab, Artel! Hey! Die hat's mich also nur verarscht! Oh ja! Komm schon, Mann, steck dein Finger in mein Po! Piss dich weg, du! Vergewaltiger! Oh, ich geb meinen Fick auf diese Schlösser! Ich will deine Schokolade essen, Dude! Das ist krank! Lass mich dein geiler Wichs-Container sein! Lass mich dein geiler Wichs-Container sein! Zurück! Versenk deine Zähne, meine Nussbutter! Oh Gott! Was, das war's? Gibt's da noch mehr Teile? Das war so krank, Alter! Das muss doch noch mehr geben, es muss doch noch Rente geben! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr nicht getan habt, abonniert diesen, verabschiede mich und bin damit raus.